Und der nächste Workshop über Kopfstand. Jetzt gebe ich dir eine kleine Sequenz im Kopfstand. Wir sind von dem Spagat bzw. von der Grätsche in den Spagat und dann trainieren wir jetzt den Übergang für eine Rückwärtsbeuge. Aber ich möchte an die Hüftbeuge heran und dafür gehe ich dahin, dass ich die Beine einknicke nach hinten runter und dass ich dann von den Knien, von der Muskulatur, den Adduktoren, die Kombination mache, meine Hüften zu trainieren. Ich gehe also wieder in den Kopfstand. Ich gehe jetzt einfach in den Kopfstand. Der Kopf ist im Boden, die Ellenbogen sind im Boden. Der Kopf ist weg vom Boden. Ich knicke meine Beine ein. Ich nehme die Spannung aus den Unterschenkeln und lasse die Knie auseinandergehen. Der Kopf geht in den Boden und ich gehe mit den Knien nach hinten. So, dann merkt ihr, dass ihr in so eine Spannung kommt, im unteren Rücken auch und in den Hüften. So, was ich jetzt mache, der Kopf ist weg vom Boden, die Ellenbogen. Was ich jetzt mache, ist, ich drücke meine Oberschenkel tendenziell zusammen. Immer wieder den Kopf in den Boden, den Kopf weg vom Boden. Und ich gehe da rein, hinein, Kopf und die Beine. Nehmt das genauso als Training 8 bis 10 Mal, um dann rauszugehen, sich Zeit zu nehmen, zusammendrücken, locker lassen, zusammendrücken, locker lassen. Streckung. Viel Spaß dabei.